Also Ice Aesthetic selber bietet uns natürlich, unabhängig davon, dass wir das Gerät bekommen von denen, ist natürlich auch noch so eine etwas darüber hinausgehende Partnerschaft, dass es bei der ganzen Marketingstrategie hilft. Also wir haben natürlich, wir kennen Marketing von anderen Behandlungen. Es ist ja nicht so, dass wir kein Marketing machen würden. Aber Keyword-Sets und AdWords-Kampagnen und so weiter aufzusetzen, das liegt vielleicht auch nicht in der DNA jedes Kollegen. Und dann ist es wahrscheinlich schlau, wenn man jemanden hat, der ungefähr weiß, wie das Ganze in Berlin und Hamburg und Stuttgart schon gut funktioniert und dieses Wissen vielleicht auf einen Standort wie jetzt hier bei uns Köln transferieren kann. Das hilft natürlich ungemein, schneller an den Start zu kommen und eben ein bisschen Traffic in das Ganze reinzubringen. Außerdem finde ich die Plattform im Internet von Ice Aesthetic gut. Erstmal bin ich als Behandler da genannt, ich bin auffindbar. Und der Patient kann also auch gleich seine Treatment-Pakete zusammenstellen und auch den Preis sehen, sodass der sich bei mir meldet, auch schon die Details, vor allem auch in puncto Geld, kennt und sozusagen weiß, worauf er sich einlassen würde, wenn er bei uns sich einen Beratungstermin gibt. Also das hilft alles ein bisschen, das Gerät ja auf den Weg zu bringen und die Behandlung wirklich auch dann durchzuführen. Nicht nur das Gerät da zu haben, ne, sondern auch an den Markt zu kommen damit.